Was da los? Was da los? Kritischer Alarm, Rettung benötigt. Lilly, rettet sie doch mal. Grille ist inspirierter Rekrutierer. Ja, dann hol mir doch mal starke Schmerzen. Hol mir doch mal hier Grille. Grille. Nicht entkleiden. Nicht behandeln. Ich will das Eichhörnchen haben, damit die geistige Arbeit vorangeht. Ah, mein Wecker. 2 Stunden zu spät, aber gut. Trag mal die Leichen bitte aus deinem Zimmer raus. So, dann erlauben wir das hier mal. Und dann geht hier eine Spur runter. Hier, hier. 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 Und eine Spur hier hinten durch. Genauso wie hier eine Spur durchgeht. Und dann müssen wir hier noch Schieferwand hinsetzen. Um die ganze Verteidigung mal mit Strom zu versorgen. Und die Reispflanze schon wieder. Haben wir jetzt oben die Leichen raus? Nein, schläft noch. Sehr schön. Armprothese und Beinprothese werden weitergebaut.
Ein Eselfohlen, zwei normale Fohlen und ein paar Alpakas sind auf die Welt gekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Tierfront brauchen wir wahrscheinlich später wieder. Oder halt bei solchen Raids. Um da ein bisschen Puffer zu schaffen. Gehe ich hier noch eine Wand außenrum? Nee, ich bin schon an der Grenze. Ich könnte höchstens hier unten noch eine Wand rumziehen. Aber das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. So, da kommt Holz rein. Ach so, Grille. Grille. Aufseher 4. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier den Zeitpunkt abpasse. Grille. Nee, ich kann immer noch nicht mit ihm sprechen. Halt, du sprichst nicht mit ihm. Grille, sprich mit ihm. Willkommen in der Kolonie. Geht doch. Türkis nach hinten. Du darfst die ganze Zeit forschen.
Viel Spaß. Und Val, wo haben wir dein Gewehr? Das muss doch hier irgendwo sein. Hier haben wir es doch. Val, bewaffne dich wieder. Und du warst aber... Nee, der andere war Nachteule. Und du bekommst jetzt ein... Habe ich noch ein Scharfschützengewehr? Da habe ich noch ein paar Scharfschützengewehre. Bewaffne dich mit Scharfschützengewehr. Prellung, Prellung, Prellung. Geh mal hier entkleiden. Er ist ja psychisch taub, da sollte ich ja eigentlich nichts aufmachen. Ach nee, das war nicht taub, abgestumpft, glaube ich, oder? Dass ihm nichts ausmacht. Ach, verdammt. Egal. So, da kann ich wieder einschalten, dass Leichen verbrannt werden. Weil wir haben sie alle ausgezogen. Hasi schreitet zur Tat. Hasi, der alte Leichenverbrenner. Der noch eine Maske an. Tatsache, ey, wenn du hier schon durchgehst. Nein. Entkleiden bitte, nicht einäschern. Danke. Das wird uns jetzt einen Haufen Stahl kosten, nicht? Aber wir sollten, glaube ich, genug haben. Nun kaufen wir beim nächsten Händler wieder Stahl ein.
Wie sieht es beim Stoff aus? Die Baumwolle wächst sehr schön. Rettung benötigt. Von wem denn? Von unserer zukünftigen Ärztin. Andi, rette doch mal. Madame. Madame de Wirbelsäule. Aber die ist noch auf Good Juice Entzug. Da müssen wir noch etwas warten, bis die gute Frau sich uns an, also die gute Frau für uns arbeiten kann. Angeschlossen hat sie hier von uns. Mal gucken, hier hinten brauche ich ja bloß die Hightech-Forschungstische nicht. Das heißt, die beiden alten Forschungstische kann ich eigentlich abreißen und dafür dann einen neuen noch hinbauen. Aber dafür brauche ich erst noch mal einen dritten Forscher. Weil bei den fünf Kolonisten, die wir damals draufgegangen sind, waren auch die Forscher dabei. So, haben wir noch mehr Teile davon hier rumfliegen? Da hinten. Da haben wir noch eins. Hier fliegen da noch ganz viele rum. Ist schon wieder Winter, ja. Aber wenigstens haben alle, die auf die Krankenstation kommen, gute Laune. Haben die Enten eigentlich mittlerweile wieder Eier gelegt? Ja, guck mal hier. Zwei befruchtete Eier wieder, also zwei neue Entchen. Aber jetzt sollte ja bald die große Kartoffelernte anstehen. Kartoffel, Mais, Reis und dann kommt hier hinten ins Nahrungslager der Tiere auch wieder was rein.
So, Stromkabel liegen fast überall. Sehr schön. Und wir haben wieder eine Chat-Abstimmung vom Toolkit. Ihr seid herzlich alle eingeladen, mitzumachen. Ah, sie bauen die ersten Türmchen unten. Sehr schön. Energieschild nutzt er mit Fernkampfwaffe. Du willst den Nahkampf? Gar kein Thema. Kriegen wir hin. Sehr schön, die Defense wird doch langsam. Und ich weiß, hier hinten die Linie bräuchten wir normalerweise nicht zur Stromversorgung, aber ich habe gern noch einen Reserveplan. Falls hier vorne die Stromversorgung zusammenbricht, können sich die hintersten Türmchen dann wenigstens nach hinten orientieren. Theoretisch, wenn wir genug Stahl später haben, können wir noch unter jeder Sandsackreihe ein Stromkabel verlegen. Mysteriöser Fremder. Huh. Blaues Gürteltier, was bist du denn? Freundlich, habgierig, fleißig, komplexe Arbeiten, sozial, geistig. Ja, guck doch mal hier. Zack.
darfst uns auch ein bisschen die Forschung pushen. 3, 2, 1. Und natürlich bekommst du auch eine Pause eingetragen. Und eine Zuweisung auf Soldat. Bedienen Sie sich erstmal aus dem Lager. Nehmen Sie sich Klamotte, nehmen Sie sich Waffe. Alles gut. Sie bekommen auch ein Präzisionsgewehr, guter Mann. Sehr schön, auf zum Forschen. Auf dass wir endlich Wirbelsäulen bekommen. Aktuell kannst du keinem Raid joinen, da kein Raid reinkam. Ich könnte höchstens eine aufmachen, wenn ihr Lust habt. Du kannst theoretisch aber selber auch einen Raid triggern, wenn du Lust hast. Über die Toolkit-Punkte. Wenn du Ausrufezeichen Tool eingibst, kriegst du ja die Liste angezeigt. Müsste ja oben noch drin stehen im Chat. Und da kannst du ja mal die ganzen Events und Chat-Commands durchgehen, wenn du willst. Und mal gucken, ob dir was Schönes gefällt. Es gibt theoretisch ein Drop-Rage, ein Siege-Rage. Nicht Rage, sondern ein Drop-Rage, ein Siege-Rage, ein Small-Rage. Und all solche Dinger. Ein Siege Raid, weiß ich gar nicht, was das ist. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, sehr schön. Sie treiben die Forschung voran. Reißt mal hier den Tisch ab. Ach, der Siege Raids sind die Belagerer, okay. Ich dachte, das wären die Big Raids, die mich belagern. Okay. Doch, stell mal noch ein paar HE-Granaten her.